funky ass bassline. Jo, was geht? Wir sind zurück bei Skyrim. Und dann schauen wir mal, was auf dieser Etage auf uns wartet. Ich hoffe nichts Böses, aber ich glaube schon. Irgendwas Böses. Unsterbliches Blut. Nehmen wir mal mit. So. Zu viel können wir ja nicht mehr tragen. Papierrollen. Rolle des Kerzenscheins. Ist anscheinend Zauber. Rolle der Lautlosigkeit. Nehmen wir alles mal mit. Viele beschädigte Bücher sind da. Und das meine ich auch, ist auch nicht so gesund. Deswegen gehen wir lieber. Da schauen wir noch kurz. Oh, jetzt kann ich wieder nicht schnell laufen. Haben wir das Schild eigentlich schon abgeschmissen? Gut, das brauchen wir nicht. Es wiegt 2. So, was nehmen wir denn noch? Was soll die Scheiße jetzt? Den Drachenfluch will ich nicht ablenken. Ach, den schmeißen wir weg. Wer braucht sowas schon? Wir zumindest nicht. So, ein Riesenei, ne? Ich hoffe, da ist, das ist kein Gegner. Das wäre nicht so schön. Wir sind natürlich genau die falsche Richtung gelaufen. Naja. Vielleicht muss ich da reinsteigen. Ist mir schon cool. Da geht's ziemlich weit hoch. Ja, aber normal laufen will ich jetzt nicht, weil es könnten ja irgendwelche hinterwäldlerischen Feinde oder hohe technologische Feinde auf uns lauern. Schalter, Schalter, Schalter. Da unten müssen wir auf jeden Fall rein. Na, jetzt. Und jetzt? Weiter. Tut sich nichts. Ach, das ist so. Jetzt schauen wir mal. Und so ist Anfangsstellung. Okay. Da passiert nichts. Jetzt nehmen. Passiert auch nichts. Lauf jetzt wieder zurück. Da können wir nichts machen. Jetzt tun wir das mal weg hier. Komm, steh auf. Da geht nichts, da geht nichts. Ach, da drehen wir eins weiter. Jetzt müssen wir mal da schauen. Was ist das Schönes? Okay. Da müssen wir anscheinend rein. Ein beschädigtes Buch. Da ist anscheinend. Ist das ein Rad oder was? Irgendein Rad. Okay, hier können wir was. Ach, hier kommen wir wahrscheinlich wieder runter. Genau, Himmelsrand. Da müssen wir mal gucken, wie wir das machen. So. Der dreht den Inneren, oder? Der dreht alles. Oh Gott. Ich drehe es in eine Richtung dauernd. Oh Gott, jetzt dreht sich da auch was.
den aber nicht nehmen. Ah, was geht? Okay. Ach, wir müssen wahrscheinlich alles durchspielen. Das ist interessant. Also die waren weitaus weiter mit der Technik, als man zu meinen scheint. Die Schriftrolle der Alten. So, können wir den Ding hier mitnehmen. So, den nehmen wir auch mit. Alles klar. Gib Septimus das Lexikon. Ja gut, der will uns ja umbringen. Wir haben ihn aus Versehen bestohlen. Und jetzt will er uns massakrieren. Aber wir schauen mal zu ihm. Vielleicht hat er sich wieder ein bisschen beruhigt. Waren ja bloß zwei Seelensteine. Da kann er schon mal ein Auge zudrücken. Hoffe ich doch sehr. Nein. Oh Mann. Ich möchte nicht. So. Den Hebel wollte ich aktivieren. Ach, da sind wir wieder hier. Hätten die gewusst, wie nah die sind. Naja. Jetzt schauen wir mal zu Alduin. Septimus. Geben wir ihm erstes. Ach, wir geben ihm zuerst das. Passt das schon. Der hat uns ja auch geholfen und gesagt, wo es ist. Er hat uns die Sachen gegeben, also das schulden wir ihm zumindest, dass wir... Hallo Pferd, wie bist du da drüber gekommen? Das schulden wir ihm zumindest, dass wir ihm seine Sachen wiedergeben. Zumindest das gefüllte Lexikon. So, er hat sich anscheinend beruhigt. Hallo. Als das oberste Stockwerk gebaut wurde... Ja, der labert immer dasselbe. Her damit, schnell! Außergewöhnlich. Jetzt verstehe ich es. Der Verschluss ist so strukturiert, dass winzigste Fraktale ineinander greifen. Dreh mehr Blut kann die Haken lösen. Doch es lebt niemand mehr, indem es fließt. Eine ganze Palette ihrer Brüder könnte sich zusammentun, um ein Faksimile zu bilden. Ein Trick? Etwas, womit sie nicht gerechnet haben. Nein, nicht einmal sie. Das Blut der Altmeer, Bosmeer, Dunmeer, Fallmeer und Orsimeer. Die Elfen, die noch leben, sind der Schlüssel. Trag diesen Extraktor von dannen. Er wird das frische Blut der Elfen trinken. Komm zurück, wenn ihr den ganzen Satz habt. Okay, warum seid ihr so versessen darauf, diese Schatulle zu öffnen? Die Schatulle enthält das Herz, die Essenz eines Gottes. Ich habe mein ganzes Leben den Schriftrollen der Alten gewidmet. Doch ihr Wissen ist nur eine flüchtige Wahrnehmung im Vergleich zum allumfassenden Geist der Göttlichkeit. Die Dremer waren die Letzten, die sie berührt haben. Es hieß, sie sei von Nerevarinen zerstört worden. Doch mein Herr belehrte mich eines Besseren. Wer ist euer Herr? Der dädrische Prinz des Unbekannten, Hermeus Mora. Ich dachte, es gäbe keine Geheimnisse mehr zu entdecken, bis ich zum ersten Mal mit ihm sprach. Er fordert einen Preis. Man muss seinen Willen ausführen. Ein paar Morde, ein bisschen Aufwiegelei, eine Seuche oder auch zwei. Für die Geheimnisse, die ich verkraften kann. Und dann brachte er mich hierher, zu dieser Schatulle. Doch er will nicht verraten, wie sie sich öffnen lässt. Zum Verrücktwerden! Alles klar, also. Der will da unbedingt rein, ne? Aber wir konzentrieren uns erstmal auf was anderes, genau.
Lies die Schriftrolle der Alten an der Zeitwunde. Okay, dann laufen wir zur Zeitwunde. Elendschlund, reden. Kommt näher, wärmt euch in meiner Gegend. Wer seid ihr? Ich bin Hermeus Mora, der Wächter des Ungesehenen, der Kenner des Unbekannten. Ich habe euch beobachtet, Sterblicher. Äußerst beeindruckend. Was wollt ihr von mir? Eure andauernde Unterstützung von Septimus macht ihn zusehends überflüssig. Er hat mir gute Dienste geleistet, doch seine Zeit neigt sich dem Ende zu. Wenn diese verfluchte Schatulle erst geöffnet ist, hat er seinen Nutzen mir gegenüber verwirrt. Und wenn diese Zeit gekommen ist, werdet ihr seinen Platz als Abgesandter einnehmen. Was sagt ihr? Ich glaube, ich werde mich da nicht anschließen. Weil erstens, der Septimus, der ist ja gerade sein Diener. Und den schmeißt er einfach weg wie Dreck, oder? Der hat ihm ja geholfen und so, also sind ihm seine Diener eigentlich ein Dreck wert. Also ich werde mich euch niemals anschließen, abscheulicher Dämon. Seid gewarnt. Viele dachten wie ihr und ich habe sie alle geborgen. Ihr werdet euch mir nicht ewig entziehen. Naja. So viel Macht kann er noch nicht haben. Sonst hätte er mir jetzt irgendwie Schaden zugefügt. Aber ich glaube auch, dass der Typ dahinter der Schatulle steckt. Und der will freigelassen werden. So sieht's aus wahrscheinlich. So. Wir müssen halt zum Hals der Welt. Zu Partunax. Zu unserem alten Freund. Wir sind momentan seine einzigen Unterhalter. So. Ihr habt sie, die Kerl, die Schriftrolle der Alten. Da müssen wir. Quer, Carlos, die Zeit erst. Jetzt müssen wir das lesen, oder? Schriftrollen. Ich dachte, das wäre da drin. Und Bücher. Schriftrolle der Alten. Was? Natürlich können wir das lesen. So, erlernen den Drachenfall von den Helden der Noah. Uns wird die Zeit knapp. Der Kampf. Dar Sultur se Alduin Vokri. Heute wird Alduins Herrschaft wiederhergestellt. Aber ich ehre euren Mut. Kriffot Akrin. Sterbt jetzt vergebens. Okay. Wir können nichts tun. Wir können nur zuschauen. So, wer ist das? Eine Frau. Was gibt es sonst noch? Der Kampf dort unten nimmt keinen guten Verlauf. Wenn Alduin sich unserer Herausforderung nicht stellt, dann fürchte ich, ist alles verloren. Ihr macht euch zu viele Sorgen, Bruder. Wir werden den Sieg erringen. Warum hält sich Alduin zurück? Wir haben alles auf diesen euren Plan gesetzt, alter Mann. Er wird kommen. Er kann unsere Herausforderung nicht ignorieren. Warum sollte er uns fürchten? Selbst jetzt. Wir haben ihm schwere Verluste beigebracht.
4 seiner Leute sind heute allein meiner Klinge zum Opfer gefallen. Doch noch konnte niemand Alduin selbst standhalten. Galtor, Sori, Birkir. Sie besaßen nicht den Drachenfallschrei. Sobald wir ihn herunterholen, verspreche ich mir, seinen Kopf zu holen. Ihr versteht nicht. Alduin kann nicht wie ein niederer Drache niedergestreckt werden. Seine Stärke übertrifft die unsere. Darum habe ich die Schriftrolle der Alten mitgebracht. Feldir, wir hatten uns doch geeinigt, sie nicht zu benutzen. Ich hatte dem nicht zugestimmt. Und wenn ihr recht habt, werde ich das auch nicht müssen. Wir werden uns selbst um Alduin kümmern, hier und jetzt. Das werden wir schnell genug sehen. Alduin nervt sich. So, da kommen wir anscheinend. Wo sind wir? Ach, da. Nee, oder? Der ist total tiefenentspannt. Ich kann immer noch nicht gehen. So, oh, das ist ganz cool gemacht eigentlich. Kommt der jetzt nochmal, oder? Ich kann hier gar nichts machen. Ich kann eine Pause drücken. So, wird's denn bald was? Drache? Alduin? Der hat anscheinend keine Uhr oder was weiß ich. Keinen Sinn für Zeitgefühl. Ich glaube, da kommt nix. Ich kann hier nicht warten. Ich glaube, ich bin jetzt in einem Bug drin. Jetzt warten wir noch kurz. Naja, dann laden wir nochmal. Ganz toll. Jetzt schauen wir nochmal kurz. Das ist natürlich die beste. Der beste Zeitpunkt für so einen Bug. Können uns nicht bewegen, gar nichts. Da müssen wir laden. Hilft eh nichts. Aber jetzt haben wir das andere eh schon alles gehört. Wir müssen eh bloß darüber. Zack. Dann versuchen wir es aufs Neue. Vielleicht haut es diesmal hin. Gehen wir diesmal direkt auf den Platz, wo wir hin müssen. Zack. So. Dann probieren wir es auf ein neues. Würde ich meinen. Schriftrolle der Alten. Und langsam bekommen wir damit Erfahrung. Schriftrollen der Alten. So. Dar Sultur se Alduin Vokri. Aber ich kann immer noch nicht laufen. Ich weiß nicht, ob das wiederhergestellt. Aber ich ehre euren Mut. Kriffot Akrin. Gleich bist du tot. Jetzt vergebens. So. Mal schauen, ob es jetzt dann hinhaut. Na, jetzt bringen wir endlich um. Jetzt haben wir die Kampfszene noch einmal. Jetzt können wir uns da mal ein bisschen umschauen. Da ist ein toter Drache, zwei tote Menschen, drei, vier tote Menschen, zwei tote Drachen, drei tote Drachen. Gedanken als daran, eure Klinge in Blut zu tauchen. Was gibt es sonst noch? Laber. Nimmt keinen guten Verlauf. Wenn Alduin sich unserer Herausforderung nicht stellt, dann fürchte ich, ist alles verloren. Hallo. Ihr macht euch zu viele Sorgen, Bruder. Wie er uns anschaut, wir sind eigentlich gar nicht da. Warum hält sich Alduin zurück? Wir haben alles auf diesen euren Plan gesetzt, alter Mann. Alter Mann. Er kann unsere Herausforderung nicht ignorieren. Und warum sollte er uns verlieren? Selbst jetzt. Wir haben schwere Verluste beigebracht. 4 seiner Leute sind heute allein meiner Klinge zum Opfer gefallen. Da steht er wieder an seinem Punkt, wo er vorher einfach nichts mehr getan hat. Da ist übrigens, ich schätze,
Das ist da, wo der Schrei eingemeißelt war. Da ist Patronax vorher drauf gesessen. Genau. Ihr versteht nicht. Alduin kann das nicht genau hier abgespielt. Seine Stärke übertrifft die unsere. Darum habe ich die Schriftrolle der Alten mitgebracht. Feldir, wir hatten uns doch geeinigt, sie nicht zu benutzen. Du Schlingel. Ich hatte dem nicht zugestimmt. Und wenn ihr recht habt, nein, ich das auch wir nicht werden uns selbst um Alduin kümmern, hier und jetzt. Das werden wir schnell genug sehen. Alduin merkt sich. So, jetzt sind wir wieder an dem Punkt angelangt anscheinend. Wo einfach mal nichts passiert. Oh, wer bist du es? So. Anscheinend ist es kein Bug. Und sitzt zweimal hintereinander. Oder ist es der, wo rumfliegt? Aber er macht auch nichts, der Vollidiot. Ich kann nur gucken. So. Du bist es bestimmt. Verfolgen wir ihn mal. Und schon hast du den Augen verloren. Das muss doch irgendwie... Ich kann auch keinen Schrei machen. Gar nichts. Ich kann nicht springen. Ich bin ein Geist. Da wollen wir auch länger geworden. Jetzt mach halt den Himmelsfall los. So, kommst du jetzt mal hier zu uns? Du da, hallo. Ja, nicht da. Ja, zu uns. So. Das ist wirklich ein Scheiß-Bug wahrscheinlich. Jetzt warten wir einfach mal noch ein bisschen. Jetzt kommt er. Jetzt. Nee, komm. Du scheiß dummer Drache. Ich kann hier nichts tun. Ich kann auch nichts auswählen. Okay. Naja. Dann werde ich mal hier unterbrechen. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Tschüssi.